Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute mal eine neue Abladestelle wieder vom Autor Fickfick. Schöner Name, finde ich mal ganz witzig. Und das will ich euch heute nochmal zeigen. Und da will ich dann nochmal genauer drauf eingehen. Da ich ja weiß, dass er die Videos auch guckt, wollen wir dem doch mal eine Frage stellen. Und das machen wir dann jetzt auch gleich. So, jetzt fahren wir erstmal hier rum. Wir sind. So, jetzt aber. So. Wir sind hier in Nantes, in Frankreich. Und hier haben wir schon diese Depotstelle, ne? Die sieht ja schon mal alles ganz komplett hübsch aus. Hier kann man schön reinfahren. Hier stehen Stapler, Paletten. Und ganz viele LKWs und Trailer. Und hast du nicht gesehen? Und schon unsere schönen Lämpchen. Genau. Hier steht ein Männchen. Dann könnte man jetzt rückwärts reinparken. So, und hier hinten, glaube ich, gibt es noch nichts mehr. Aber wir fahren trotzdem mal nach hinten. Aber sieht so aus, wenn es hier nichts geben würde. Außer. Ne, hier gibt es nichts mehr. Auch keine freie Laderampe. Das ist wirklich die letzte, ist da ganz hinten. Herrlich. Mal gucken wir mal, wo wir überhaupt reinkommen. Schauen wir mal einen Zaun hier nicht über den Haufen fahren. Sieht man hier natürlich nichts, ne? Ah, gut. Und meine Frage ist jetzt, also, der Autor Fickfick, der ist anscheinend ja nicht so dumm, ne? Er kann ja hier schon voll die guten Sachen bauen. Aber, meine Frage, warum, wenn er es schon drauf hat, warum macht er hier keine Ladezone draus? Versteht ihr? Hier ein paar Trailer hinsetzen, hier vorne ein Symbol, wo ich Trailer mir aussuchen kann und dann kann ich hier laden. Das wäre doch mal echt genial. Also, why make not unloading zone? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich glaube, dass es ja nicht so das Problem sein wird, das zu basteln, wenn man ja modden kann. Ist auch nur eine Definitionsfrage und das zu setzen und so. Ich glaube, das müsste da hinkriegen. Aber vielleicht, wer weiß. Noch ist nicht alle Tage Abend. Vielleicht kommt da ja noch was. Weil er baut wirklich sehr gute. Hier so, ja, so Warenhäuser, die sehen wirklich alle sehr top aus, kann man überhaupt nichts sagen, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber mir fehlt hier natürlich das i-Tüpfelchen. Und ich sage euch, wenn der hier überall so Unloading Zones machen würde, dann wäre das viel reizvoller für die User, sich das zu laden. Also ist meine Meinung. So sehe ich das. So, stopp, Holzpaletten. Vielleicht kommt er doch noch auf den Trichter, vielleicht sieht er das Video und ich werde es nochmal oben in der Beschreibung mit reinpacken. Vielleicht liest das dann. Und dann gucken wir nochmal, ob vielleicht sich da noch was verändert. Weil es ist auf alle Fälle sehr reizvoll. Hier zum Beispiel, man hat bloß eine freie Laderampe, weil alles andere voll geschustert ist. So, stopp. Mensch steht da. Da wäre es doch voll genial, wenn er das machen würde, ne? Aber okay. Das wäre auf alle Fälle voll cool. Weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber das ist auf alle Fälle meine Meinung dazu, ne? So, jetzt fahren wir ein bisschen gerade hin und dann haben wir es eigentlich eh schon geschafft. So. So, dann können wir hier ausladen und gut ist. Und das wäre jetzt einfach genial. Man fährt hier übel schwer an die Rampe ran und ist dann praktisch fertig. Wäre doch genial, oder etwa nicht? So, ihr könnt gerne mal euren Kommentar dazu setzen und eure Meinung dazu und vielleicht können wir ja einen Autor Fickfick dazu überreden, dass er das doch mal irgendwie umsetzt, weil dann würde er natürlich auch viel mehr präsenter sein in der Mod-Szene und ja, wird natürlich viel mehr Spaß für die ganzen User geben. Gut, dann war es jetzt auch von mir. Ladet euch trotzdem mal drunter, ladet und versucht mich an die Rampe zu fahren, ohne die gelben Hütchen über den Haufen zu fahren. Und ja, lasst einen Daumen da. Und in diesem Sinn, viel Spaß mit dem Mod. Allzeit gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.